Ja, dieses Auto ist der Traum aller Umwelt- und Klimaschützer. Es ist absolut emissionsfrei, stößt keinerlei Kohlendioxid aus und wir brauchen nicht mal bei der Herstellung eine große Autobatterie. Doch wie sieht es in der Praxis aus mit dem Benzin, dem Dieselauto, dem Elektro- oder dem Wasserstoffauto? Welches dieser Fahrzeuge hat die beste Klimabilanz? Das schauen wir uns heute in diesem Video an. Die Frage heute lautet also, welches Auto hat die beste Klimabilanz? Und die Antwort ist ganz einfach, gar keins. In Deutschland kommen auf 1,7 Einwohner ein Auto. Wenn wir den deutschen Lebensstil auf den Rest der Welt übertragen wollten, bräuchten wir weltweit 4,5 Milliarden Autos, rund dreimal so viel, wie derzeit auf diesem Planeten unterwegs sind. Und da ist der Antrieb vollkommen egal. Alleine die Produktion so einer gigantischen Menge an Autos würde von den Ressourcen und den Ausstoß an Klimagasen diesen Planeten komplett überlasten. Deswegen ist die Antwort ganz einfach. Liebe Leute, geht zu Fuß, fahrt Fahrrad, nutzt öffentliche Verkehrsmittel, aber schafft euer Auto ab. Ja, das war heute eine kurze Folge. Dann tschüss. Hey, stopp, Leute, nicht wegklicken. So einfach ist das Ganze leider nicht. Unsere Verkehrspolitik hat sich seit vielen Jahrzehnten auf das Auto fokussiert. Rund 80% des Personenverkehrs werden derzeit mit dem Auto abgewickelt. Und es ist nicht vorstellbar, dass der öffentliche Verkehr in Deutschland in wenigen Jahren verfünffacht werden könnte. Das heißt, ob wir es wollen oder nicht, werden wir noch viele Jahre auf das Auto angewiesen sein, auch wenn wir hoffen können, dass die Zahl der Autos zukünftig stetig abnimmt. Das Auto ist auch das Sorgenkind bei der Klimapolitik. Denn alleine der Verkehr in Deutschland verursacht mehr Treibhausgasemissionen als die Länder Österreich, Schweiz und Schweden mit ihrem kompletten Energieverbrauch zusammen. Das ist schon enorm und in Deutschland entfallen etwa 20% der Treibhausgasemissionen auf den Verkehr. Seit etwa 30 Jahren eiern die Emissionen auf hohem Niveau herum. Das heißt, alle Einsparungen durch bessere Antriebe werden durch mehr und größere und schwerere Autos wieder aufgefressen. Wollen wir den Planeten nicht grillen und das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, dann müssen wir die Emissionen im Verkehr sogar in den nächsten 20 Jahren auf null reduzieren. Doch wie soll das Ganze gehen? Die Anhänger der deutschen Motorentechnik bringen gerne alternative Treibstoffe ins Spiel. Die Mutter aller alternativen Treibstoffe ist der Biosprit. Das heißt, wir können hier Biodiesel oder Bioethanol verwenden als Ersatz für Benzin. Und wenn man Biosprit richtig anbaut, also hierfür nicht zum Beispiel Regenwälder in Brasilien abholzt, dann kann es sogar klimaneutral sein. Das heißt, die Pflanzen binden dann beim Wachstum genauso viel Kohlendioxid, wie bei der Verbrennung der Treibstoffe später wieder freigesetzt wird. Doch beim Biosprit gibt es ein Problem. In Deutschland verbrauchen wir rund 31 Milliarden Liter an Diesel. Und wenn wir uns einfach mal überlegen, wir würden auf sämtlicher landwirtschaftlichen Fläche Biodiesel anbauen, etwa die Hälfte der Fläche in Deutschland sind landwirtschaftliche Fläche mit etwa 18,3 Millionen Hektar, dann können wir pro Hektar 1500 Liter Diesel ernten. In der Summe kämen dann 27 Milliarden Liter Diesel zusammen. Das heißt, wir könnten nicht alle Strecken fahren. Der Sprit für die Benzinmotoren fehlt ja auch noch und wir hätten am Ende nichts mehr zu essen. Das heißt, die Flächen in Deutschland reichen nicht ansatzweise aus, um auch nur größere Teile des Verkehrs auf Biosprit umstellen zu können. Wollen wir die bestehenden Benzin- und Dieselfahrzeuge mit alternativen Treibstoffen betanken, gibt es auch noch eine weitere Alternative. Wir können dazu zum Beispiel Strom aus erneuerbaren Energien, also aus Solar- und Windkraftanlagen, verwenden. Dazu können wir über Elektrolyse Wasserstoff erzeugen. Das kennt man vielleicht aus dem Chemie- oder Physikunterricht. Dieser Wasserstoff lässt sich dann weiter in Methan, Methanol und dann in Alternativen zu Benzin und Diesel aufbereiten, mit denen wir die bestehenden Benzin- und Dieselfahrzeuge direkt betanken können. Das Ganze wäre dann zwar klimaneutral, aber es ist auch enorm verlustbehaftet.
Die Herstellung dieser Treibstoffe verursacht sehr große Verluste und auch die Verbrennungsmotoren, Benzin- und Dieselmotoren, haben einen saumiesen Wirkungsgrad. Das heißt, wir verlieren auf dieser Strecke enorme Anteile des Solar- und Windstroms und deswegen wird es am Ende gar nicht gelingen, ausreichend Flächen für die Produktion dieser gigantischen Mengen an alternativen Treibstoffen hier in Deutschland zu finden. Es wird also nicht gelingen und selbst wenn es gelingen würde, wäre es am Ende enorm teuer. Deswegen können wir eigentlich diesen Weg nicht gehen. Auch dieser scheidet aus und deswegen haben wir eigentlich gar keine Chance, um bestehende Benzin- und Dieselfahrzeuge mit einem realistischen Pfad in Deutschland klimaneutral zu machen. Doch was machen wir mit diesen ganzen Fahrzeugen? Können wir sie sofort hier aus dem Markt entnehmen? Können wir sie sofort in die Autopresse geben? Wahrscheinlich nicht, denn es wird natürlich nicht über Nacht gelingen, eine Alternative aus dem Hut zu zaubern. Das heißt, wir werden mit den Fahrzeugen schon noch einige Jahre, wie sie heute unterwegs sind, mit Benzin und Diesel fahren müssen. Benzin- und Dieselfahrzeuge, die heute neu produziert werden, fahren 15, 20 oder noch mehr Jahre auf diesem Planeten herum. Und am Ende ihrer Lebensdauer werden sie dann zur Hypothek für den Klimaschutz. Denn wir wissen, dass wir in 15 bis 20 Jahren eigentlich klimaneutral werden müssten. Und das kann mit immer mehr Neufahrzeugen auf der Basis von Benzin und Diesel nicht gelingen. Deswegen ganz klar die Botschaft, liebe Leute, kauft euch keine neuen Verbrennungsmotoren auf Basis von Benzin oder Diesel, denn diese sind eine Belastung für den Klimaschutz. Und wenn ihr euch keine Alternativen zum Benzin- oder Dieselmotor anschaffen könnt oder wollt oder auch nicht leisten könnt, dann kauft euch wenigstens ein gebrauchtes Fahrzeug, denn dieses ist deutlich kürzer noch auf diesem Planeten unterwegs und dann finden wir noch einen Weg zur Klimaneutralität. Viele meinen, das Elektroauto ist nicht wirklich eine Alternative und zahlreiche Studien scheinen ihnen recht zu geben. Zuerst gab es eine Studie aus Schweden, die dem Elektroauto eine fatale CO2-Bilanz attestierte. Der ADAC legte mit einer ähnlichen Studie nach und am Ende rechnete Hans-Werner Sinn sogar vor, dass der Dieselmotor am Ende besser für das Klima sei als das Elektroauto. All diese Studien wurden nach und nach widerlegt. Zuerst die Studie von Hans-Werner Sinn mit einigen Fehlannahmen. Die Studie vom ADAC rechnete mit total veralteten Werten. Und auch die Schweden-Studie bekam ein Update, wo am Ende ein ganz anderes Ergebnis herauskam. Doch Zweifel bleiben beim Laien zurück und darum erkläre ich an dieser Stelle erst einmal, worum es in diesen ganzen Studien geht. Und darum schauen wir uns zuerst einmal das Dieselauto an. Bei dem Diesel müssen wir das Auto herstellen, also den Rumpf und den Antrieb und dabei entstehen etwa 7 Tonnen CO2 und das ist schon mal gigantisch viel. Das ist ungefähr 20 mal so viel, wie ein Einwohner in Kenia insgesamt pro Jahr verursacht. Das heißt, unser Autofahren hinterlässt alleine bei der Produktion einen sehr, sehr großen ökologischen Fußabdruck. Bei dem Wasserstoffauto oder dem Batterieauto wird es noch schlimmer. Bei dem Wasserstoffauto müssen wir natürlich auch erstmal den Rumpf und auch den Antrieb herstellen. Zusätzlich brauchen wir eine Brennstoffzelle und einen aufwendigen Drucktank. Bei dem Elektroauto brauchen wir eine aufwendige Batterie und dann schnellen die CO2-Emissionen leicht auf 10 bis 12 Tonnen oder gar sogar 16 Tonnen bei einer großen Batterie nach oben. Das ist allerdings nur eine Momentaufnahme. Elektroautohersteller arbeiten daran, die CO2-Emissionen bei der Herstellung deutlich zu reduzieren. Das gelingt durch den Einsatz erneuerbarer Energien. Und theoretisch ist es möglich, ein Elektroauto auch komplett emissionsfrei herzustellen. Und das muss auch in den nächsten 15 Jahren gelingen, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Trotz aller Klimaschutzbemühungen haben also heute Elektroautos erst einmal einen größeren CO2-Rucksack. Im Betrieb können sie allerdings CO2 einsparen. Dabei kommt es allerdings zum Beispiel bei dem Batterieauto darauf an, mit welchem Strom diese Autos geladen werden. Schauen wir uns als Referenz erstmal das Dieselfahrzeug an. Mit 145 Gramm CO2 stößt ein Mittelklassefahrzeug im realen Betrieb durchaus relativ viel CO2 schon aus. Würden wir ein Elektroauto allerdings mit Braunkohlestrom laden, dann wäre die CO2-Bilanz noch fataler. 220 Gramm CO2 würden hier zu Buche schlagen. Es kann also nicht Sinn sein, das Dieselauto durch
Braunkohlestrom betankte Elektroautos zu ersetzen. Für die Energiewende und den Klimaschutz bringt das nichts. Wenn wir auf den deutschen Strommix umsteigen, der sich ja aus Kohlekraftwerken und einem hohen Anteil erneuerbarer Energien schon zusammensetzt, dann haben wir etwa 80 Gramm CO2 pro Kilometer, deutlich weniger als bei dem Dieselfahrzeug. Und wenn wir das Auto 100% regenerativ tanken, zum Beispiel mit der eigenen Solaranlage zu Hause, dann kann ein Elektroauto mit Batterie heute schon komplett klimaneutral unterwegs sein. Je nachdem, ob wir also das Elektroauto mit grünem Strom oder mit dem aktuellen Strommix laden, dann brauchen wir bei einer 60 Kilowattstunden Batterie etwa 60.000 bis 140.000 Kilometer, bis die zusätzlichen CO2-Emissionen der Herstellung wieder eingespart sind. Bei Autos mit kleineren Batterien geht es etwas schneller. Autos mit größeren Batterien können auch noch etwas länger brauchen. Auch das ist eine Momentaufnahme, doch die Klimabilanz verschiebt sich permanent zugunsten des Elektroautos. Wir setzen bei der Produktion von Elektroautos immer mehr erneuerbare Energien ein und auch für das Laden von Elektroautos kommt im Strommix immer mehr Solar- und Windstrom zum Einsatz. Dadurch wird auch die CO2-Bilanz hier besser. Dabei viele sagen, naja, aber heute brauchen wir doch noch einige 10.000 Kilometer, bis die Klimabilanz positiv ist. So lange hält doch gar nicht der Akku. Bei den ersten Akkus gab es durchaus Probleme, aber heute bekommt man bei einem Elektroauto durchaus 160.000 Kilometer oder mehr als Garantie. Das heißt, die Garantie für die Batterie ist schon länger, als wir brauchen, um die Klimabilanz ins Positive zu fahren. Und jüngst ging eine Schlagzeile durch die Medien, dass ein Tesla heute schon 1 Million Kilometer erreicht hat. Fairerweise muss man dabei sagen, dass die Batterie zweimal getauscht werden musste, aber der letzte Akkusatz, der noch im Betrieb ist, hat mittlerweile fast 500.000 Kilometer auf dem Buckel. Es gibt auch viele Berichte über Probleme beim Abbau seltener Erden für die Batterien von Elektroautos. Seltene Erden sind zum Beispiel Yttrium, Neodym oder Lanthan. Als Wissenschaftler muss ich allerdings sagen, diese Elemente kommen in derzeitigen Autobatterien gar nicht vor. Was viele meinen, ist wahrscheinlich Lithium. Lithium fällt aber gar nicht unter die seltenen Erden, die so kritisiert werden. Und Lithium ist auch gar nicht so selten. Zum Beispiel ist Lithium häufiger vorhanden als Blei. Und die Menge, die wir an Blei in einer Autobatterie für einen Verbrennungsmotor haben, ist in etwa so groß wie die Menge an Lithium, die wir für die Herstellung einer Lithiumbatterie für ein Elektroauto benötigen. Ein wirkliches Rohstoffproblem sollten wir für die Autobatterien für Elektroautos aus dieser Überlegung heraus am Ende gar nicht haben. Das nötige Lithium wird entweder bergmännisch gewonnen oder aus Salzlauge, also aus Salzwasser, extrahiert. Das findet im Wesentlichen im Dreiländereck Bolivien, Chile, Argentinien statt. Und hier gibt es große unterirdische Salzseen. Diese werden angebohrt, das Wasser nach oben gepumpt. In großen Becken wird das Wasser dann verdunstet. Zurück bleibt dann am Ende das Lithiumsalz, was verwendet werden kann. Und viele sagen, dieser Wasserverbrauch, der ist ja enorm und stellt ein Problem dar. Man muss aber fairerweise sagen, es ist gar kein Trinkwasser, was für den Menschen nutzbar ist, sondern das ungenießbare Salzwasser, was hier am Ende verbraucht wird. Und bei vielen Produkten des täglichen Bedarfs machen wir uns gar keine Gedanken über den Wasserbedarf und verschwenden hier viel mehr als zum Beispiel bei der Lithiumproduktion. Wenn wir zum Beispiel das Rindfleisch anschauen, alleine für die Produktion von 1 Kilo Rindfleisch benötige ich in etwa so viel Wasser wie für die Herstellung des Lithiums für eine große Autobatterie. Bei der Lithiumgewinnung arbeiten Forscher daran, das Lithium künftig ohne Verdunstung von Wasser fördern zu können. Das heißt, wir werden das Lithium auch ohne Wasserverbrauch produzieren können. Das wird mit dem Rindfleisch definitiv nie gelingen. Und wenn wir uns andere Bereiche anschauen, zum Beispiel die Erdölgewinnung aus Ölsanden in Kanada für Benzin- und Dieselfahrzeuge, ist hier der ökologische Fußabdruck noch um Größenordnungen höher. Hier werden auch gigantische Mengen an Wasser verbraucht und dieses Wasser landet dann in großen giftigen Abwasserseen. Wer also ein Diesel fährt und sich täglich auch noch einen Rindfleischsteak reinzieht, der sollte am Ende nicht unbedingt mit dem Finger auf das Elektroauto zeigen. Auch Kobalt, das in einigen Varianten der Lithiumbatterie zum Einsatz kommt, ist in Verruf geraten. Größere Mengen des Kobalts stammen aus der Demokratischen Republik Kongo, wo Kinderarbeit an der Tagesordnung liegt. Viele meinen, dass man deshalb
kein Elektroauto kaufen könne. Doch Kobalt wird auch in anderen Produkten verwendet, zum Beispiel in Spezialstählen für Flugzeug- oder Gasturbinen oder in Trocknungsmittel für Farben und Lacke. Das heißt, wer konsequenterweise auf Kobalt verzichten möchte, der darf auch nicht mehr fliegen, keinen Strom beziehen und keine lackierten Produkte kaufen. Ich persönlich finde es gut, dass wir über die Elektromobilität nun auch wieder in die Diskussion um die Rohstoffgerechtigkeit einsteigen. Weil es ist nicht nur das Kobalt, es sind auch viele andere Produkte. Zum Beispiel bei der Herstellung von Kakao kommen Hunderttausende oder gar Millionen Kinderarbeiter zum Einsatz. Und das könnten wir relativ einfach verändern, indem wir auf fair gehandelte Produkte zurückgreifen. Deswegen lasst uns überall auf Rohstoffgerechtigkeit schauen und nicht nur selektiv beim Elektroauto. Doch dafür müssen wir am Ende natürlich auch bereit sein, etwas mehr Geld auszugeben. Aber ist das Wasserstoffauto nicht viel besser als das batterieelektrische Auto? Naja, wir haben gesehen am Anfang, dass wir auch bei dem Wasserstoffauto durchaus einen größeren CO2-Rucksack bei der Herstellung haben für die Brennstoffzelle und den Wasserstofftank. Das Hauptargument gegen das Wasserstoffauto ist allerdings der fehlende Wasserstoff. Wir haben im Sonnensystem durchaus viel Wasserstoff auf der Sonne, auf dem Saturn, auf dem Jupiter, nur eben nicht auf der Erde. Hier müssen wir den Wasserstoff erst einmal herstellen. Und das macht man momentan im Wesentlichen aus Erdgas. Das heißt, über Dampfreforming wird aus Erdgas Wasserstoff produziert und dabei entsteht mehr CO2, als wenn wir das Erdgas direkt nutzen würden. Das heißt, dieser Weg ist für den Klimaschutz natürlich ziemlich absurd. Was können wir stattdessen machen? Naja, wir könnten zum Beispiel zum Saturn gehen und ein bisschen Wasserstoff holen. Der klimaneutrale Weg auf der Erde, der würde die Gewinnung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien vorsehen. Und das kann natürlich auch gelingen, wie wir vorhin bei den alternativen Treibstoffen schon mal uns überlegt haben. Das heißt, wir nehmen Strom aus erneuerbaren Energien, machen Elektrolyse, haben dann den Wasserstoff und damit können wir dann das Wasserstoffauto betanken, das anders als bei den alternativen Treibstoffen am Ende dann mit dem Elektromotor fährt. Doch die Herstellung des Wasserstoffs ist nach wie vor wenig effizient. Wir brauchen dann im Vergleich zum Batterieauto für das Wasserstoffauto mit Elektromotor trotzdem rund dreimal so viel Solar- und Windräder. Die Flächen dafür in Deutschland werden wir nur schwer finden. Das heißt, der Wasserstoff ist relativ ineffizient, wird darum auch teuer bleiben und deswegen am Ende nur ein Nischenprodukt. Er macht aber durchaus Sinn für den Einsatzgebiet, wenn lange Strecken zurückgelegt werden müssen. Das heißt, für Fahrzeuge, die am Tag mehrere hundert Kilometer regelmäßig zurücklegen. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Ersatz von Diesellokomotiven bei der Bahn, wie wir in diesem Foto bei dem Wasserstoffzug sehen können. Ja, und dann gibt es auch noch das Gerücht, dass unsere Netze zusammenbrechen werden und wir den gigantischen Strombedarf für die Elektromobilität gar nicht aufbringen können. Wir können ausrechnen, dass wenn wir alle Autos mit Verbrennungsmotor durch batterieelektrische Autos ersetzen würden, dann würde der Strombedarf etwa um 20% ansteigen. Und wir wissen, dass wir auch wegen dem ökologischen Rucksack für den Klimaschutz die Zahl der Autos möglichst halbieren sollten. Dann bleibt der Mehrbedarf gerade einmal in der Größenordnung von 10%. Und was viele gar nicht wissen, ist, dass auch für die Herstellung von Benzin sehr, sehr viel Strom verbraucht wird. Den können wir natürlich einsparen und das reduziert den Mehrbedarf an Strom für die Elektromobilität noch einmal weiter. Der Mehrbedarf an Strom für die Elektromobilität ist am Ende also ziemlich überschaubar. Das müssen wir natürlich beim Ausbau der erneuerbaren Energien, also bei der Solar- und Windenergie zusätzlich mit berücksichtigen, ist aber eigentlich in Deutschland kein Problem. Doch viele sagen, naja, die Netze werden dann doch zusammenbrechen, wenn am Ende irgendwann einmal 10 Millionen Elektroautos gleichzeitig anfangen zu laden. Wenn man in dieser Frage mal mit Netzbetreibern redet, dann sind die da eigentlich relativ entspannt. Natürlich werden wir an der einen oder anderen Stelle die Leitungen verstärken müssen oder auch mal einen Trafo tauschen müssen. Aber die Mehrkosten für die Elektromobilität belaufen sich auf wenige 100 € für ein Elektrofahrzeug. Deswegen habe ich auch nicht die Frage beantwortet, was passiert, wenn 10 Millionen Autos gleichzeitig laden, brechen dann die Netze zusammen? Ja, trotz Ausbau kann man ganz klar sagen, ja. Das heißt, das Elektroauto ist ganz klar netzgefährdend. Aber wir haben auch ganz viele andere netzgefährdende Geräte zu Hause. Zum Beispiel der Föhn, den ich schon mal in einem anderen Video vorgestellt habe. Wir haben hier Toaster
oder auch Staubsauger. Wenn sich heute Abend 10 Millionen Deutsche zusammentun und beschließen, punkt 20 Uhr eines dieser Geräte in Betrieb zu nehmen, dann wird es auch in ganz Europa dunkel sein. Das heißt, wir haben hier durchaus ein Problem, das wir aber dadurch lösen, dass es nie vorkommt, dass alle Leute gleichzeitig ihr Gerät anschalten. Und genauso wird es beim Elektroauto nie vorkommen, dass alle gleichzeitig starten zu laden. Und beim Elektroauto gibt es auch über gesteuertes Laden die Möglichkeit, auch noch von außen die Ladevorgänge zu entzerren und die Netze weiter zu entlasten. Also für die Netze und für die Stabilität unserer Energieversorgung ist das Elektroautomobil, wenn man es richtig macht, gar kein Problem. Das heißt, wir haben in diesem Video heute gesehen, es gibt gar keinen Grund, auf das Elektroauto zu verzichten, es schlecht zu reden oder hier weiterhin Verbrenner zu fahren. Und wenn ihr über den Neukauf eines Autos nachdenkt, dann kauft um Himmels Willen keinen Verbrenner mehr, denn dieser richtet einen enormen, nicht wieder gutmachbaren Klimaschaden an. Bleibt bei dem Elektroauto, ist es euch heute noch ein bisschen zu teuer, wartet noch ein bisschen, da tut sich noch in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr viel. Und dann gibt es einen sehr guten Spruch, wer einmal ein Elektroauto gefahren ist, der wird nie wieder Verbrenner fahren. Habt ihr das noch nicht gemacht, probiert es aus, mietet euch mal ein Fahrzeug und dann werdet ihr sehen, Energiewende und Klimaschutz kann am Ende sogar Spaß machen. Das war's schon wieder für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann setzt doch einen dicken Like. Wenn euch insgesamt der Stil gefallen hat, abonniert den Kanal. Und wenn ihr gar kein Video verpassen wollt, dann setzt die Glocke. Ja, danke schön fürs Zuschauen und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.